Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe von PDP Gaming die LVL 50, also Level 50, zur Verfügung gestellt bekommen für dieses Video oder Videos. Da werden wir erstmal ein Unboxing machen und uns die angucken. Den Preis weiß ich auch aus dem Kopf jetzt gar nicht. Da müsste ich selber mal nachgucken. Ich wusste den Preis, aber jetzt halt nicht mehr. PDP LVL 50. Nehmen wir einfach mal Amazon, weil da eigentlich jeder bestellt. Amazon, da haben wir doch. Die Xbox, das ist Dollar-Version, wieso Dollar? Ah, hier haben wir sie. Die normalen kosten, Moment, 72 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier Performance, wie heißen die? Performance Designing Products, so heißen die. In Tarnfarbe sehe ich sie jetzt hier auf der deutschen Amazon-Seite gar nicht. Komm her mit deinem Würstchen. Naja, ich kann hier auch nur auswählen. Ich kann hier aber jetzt noch keine Farbe auswählen. Ob das später kommt, weiß ich nicht. Jedenfalls 72 Euro so in etwa. So, dann gucken wir mal rein. Ja, die Kleine ist schon unten. Die ist fertig mit Mittagsschlaf. Würstchen. Müssen wir hier erstmal gucken, dass wir das hier irgendwie abkriegen. Also wenn Stativ mal zwischendurch wackelt, nicht wundern, so wie jetzt, dann ist die Kleine gerade am Stativ. Wir müssen nämlich gleich auch noch einkaufen fahren für das Wochenende. So. So. Ach, hier haben wir noch ein Heft. Ja, Walking Dead wieder. Ah, hier wird auch erklärt, wie wir es bei PlayStation benutzen sollen. Also hier mit den Anpassen des Mikrofonpegels, PlayStation 4 Menü, Einstellung, Geräte, Audiogeräte, Mikrofonpegel. Okay. Also ganz normal Standard. Ach, hier, mit einem Stick. Wird der mit der PlayStation verbunden? Was ist dein Würstchen, Schatzi? Den werde ich dann in den Streams werde ich nicht benutzen können, weil sonst habt ihr keinen Ton. Ich werde den benutzen, wenn ich mit meiner Tochter zusammenspiele und gucken, wie das Headset ist. So, dann haben wir das schon mal. Ja, da lohnt sich jetzt nicht wirklich Unboxing-Hardware zu machen, da machen wir halt alles in eben jetzt hier, fertig ist. Also ein USB-Stick, der ist der Klavierlack. Der Klavierlack hat und hier ist eine LED. Ich denke mal, die wird, seht ihr das? Jetzt seht ihr das. Die wird, denke ich mal, dafür sein, dass es grün, rot, blau, was weiß ich, orange, keine Ahnung, was anzeigt. Also so gelblich halt. Für An-, Aus-, Benutzung oder was weiß ich. Oder Mute. Das werden wir dann sehen. So, dann haben wir hier noch einen Kabel zum Laden. Der ist nicht USB-C, sondern Micro-USB oder Makro. Ich bringe die immer durcheinander. Also die, den kleinen, schmalen USB. Der auch am, sieht man das? Am PS4-Controller dran ist. Wartet mal, sieht man das so besser? Ja. Also kein USB-C und normal USB.
aber lang genug, dass man den das Headset laden kann. So, jetzt gucken wir uns. Doch, das ist wirklich Tarnfarbe. Sieht aber echt geil aus. Also da müssen wir jetzt mal hier gucken, wo wir das aufmachen. Also wie gesagt, in Deutschland habe ich es jetzt bei Amazon nicht gesehen in Tarnfarbe, sondern nur in Schwarz. Die müssen wir jetzt hier vorsichtig mal auspacken. Da ist nämlich hier noch so ein Säcklein mit bei, was halt die Feuchtigkeit aufnehmen soll. Kann weg. Oh, sehr geil. So, dann haben wir hier noch ein Tütchen für das Mikrofon. Mikrofon können wir dann halt hoch runter mal klappen. Also ist hier unten rastet es richtig ein, weiter geht's nicht, dann brecht das kaputt. Oben rastet es komplett ein, dass es nicht schnell runter geht, aber wir können halt auch uns das aussuchen, wo wir das hin haben wollen und auch hier, wie wir das zum Mund regen wollen. Also ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, ja. Also das ist komplett frei, ihr könntet dann, was weiß ich, so. Hoppala. Schatz, mach bitte was. So. Also da seid ihr komplett, könnt ihr euch das anpassen, wie ihr wollt. Hier vorne ist dann eine Platte. Ich weiß nicht, wofür die ist. Zum Einrasten vielleicht von irgendwas. Ist auch so eine Art Rille. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo das jetzt einrasten sollte. Wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Designelement oder so. Oder dass man sich dann ein Logo aufkleben kann. Oder ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. Aber es ist halt so gemacht, dass man halt irgendwo reinstecken könnte. Aber keine Ahnung. Das Polster ist ja so dick nicht, aber okay. Polster für die Ohren ist auch nicht so dick, aber auch, na gut, vielleicht ein bisschen hart an der Seite. Weil wir haben jetzt hier halt nur ein bisschen Polster. Und dann kommt hier gleich schon so eine Kante. Also das ist Kante, das ist jetzt nicht Polster hier. Das müssen wir dann überprüfen. Wir haben dann hier, da sehen wir dann die Kabel. Also den Kabel, der von da noch hier reingeht. Und dann können wir hier halt einstellen, die Länge. Auch für große Köpfe geeignet. Ich mach mal hoch, dass ihr das sehen könnt. So. Also selbst für große Köpfe geeignet, da ist genug Platz. Es schiebt sich auch richtig leicht. Also der Tragekomfort ist jetzt ehrlich gesagt besser, als ich gedacht habe. So, ich mach mal so. Also der ist wirklich besser, als ich gedacht habe. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein bisschen hart oder so, wegen dem Plastik, was ich eben gesehen habe, weil ich den Schaumstoff ein bisschen knapp fand. Aber nö, es ist okay. Er trägt sich gut. Es wird auch so nicht so dick gepolstert und so straff drauf, damit wir keine Umgebungsgeräusche hören. Also ich höre meine Frau, mein Kind trotzdem noch. Finde ich ganz gut. In der Mitte ist blau. Ich denke mal, bei den Xbox-Headsets wird es grün sein. Und hier haben wir noch einen Regler für Maximum, Minimum. Der wird, denke ich mal, für Lautstärke sein. Das werden wir uns dann mal angucken. Ich mache mal erstmal auf Minimum. Und die sind irgendwie bezogen. Die sieht aus wie ein großer Aufkleber, Folie, irgendwas, keine Ahnung. Mit der Tarnfarbe. Ja, seht ihr, das ist Klavierlack. Das Logo von PDP, genau. PDP Gaming. Das ist Klavierlack und das andere ist halt so. Ja, das fässt sich auch so wie stoffmäßig an. Ich kann es euch ganz, ganz schlecht beschreiben. Moment, die Kleine ist gerade wieder, die findet das Stativ total interessant. So, und mit dem Mikrofon finde ich auch gut, dass man sich das halt so, wenn man halt gerade Besuch hat oder Kinder schlafen oder so, kann man sich das hier richtig schön am Mund und ganz leise reden und man wird trotzdem gehört. Und wenn man ein lautes Organ hat wie ich, kann man es halt so machen, dass es so ein bisschen weiter weg ist. Man hört mich immer noch gut und wenn ich brülle, ist es besser, als wenn ich so und dann brülle, weil sonst fetze ich einigen die Ohren weg. Also, muss ich echt sagen, Tragekomfort, bin ich positiv überrascht.
sehr, sehr positiv überrascht. Ich werde das mal alles wieder in den Karton packen. Ich werde es nachher mal testen, wenn ich mit meiner Tochter, mit der Großen, also nicht mit der Kleinen, die gerade hier war, die kann noch nicht, mit der Großen, wenn ich mit der Fortnite spiele, dann werde ich das mal testen. So, dann packen wir das mal hier wieder rein. Ich bin mal gespannt, wie die Klangqualität ist, was die Große sagt. Wie sehr zufrieden sie damit ist. So. Und so kommt es dann halt bei euch daher. Das Headset ist dann halt hier drin. So, hier drin. Ja, hier ist der USB und hier unten ist der Kabel. Und dann haben wir halt noch das Heft. Und ja, wie gesagt, ich werde es jetzt testen. Im Stream werde ich es leider nicht testen können, da der Ton über USB abgegriffen wird. Und ich den Ton ja am PC brauche. Aber so optisch sieht es auf jeden Fall geil aus. Muss ich mal so sagen. Ach, hier sieht man auch, hier ist irgendwie eine rote LED dann auch an der Seite. Da. Das werden wir dann angucken. Vielleicht mache ich dann auch mal ein paar Fotos und mache noch ein Video und spiele ein paar Fotos ein, wenn ich es jetzt benutze. Also ich bin sehr gespannt, auch über die Soundqualität bin ich sehr gespannt. Und vor allen Dingen, wie man mich hört. Ach, die sind bei Facebook, Twitter und Instagram. Da 2 Jahre Garantie. So. Also bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Headset habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch diese Fragen zu beantworten. Wie gesagt, ich werde sie jetzt erstmal testen und später kommt dann nochmal mein Fazit dazu. Aber gebt mir eine Weile zum Testen, okay? Ich bin dann weg, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.